Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch super und ich bin heute sehr froh. Warum? Also, weil wir als erstes die Buchstaben auswendig gelernt haben, wie man es am Anfang schreibt, wie man die Buchstaben am Ende und in der Mitte schreibt. Und weil wir Fatha, Dhamma und Kasra und Sukun und Shadda gelernt haben. Somit sind dann nur noch ganz wenige Sachen, die wir lernen müssen. Und ich bin froh, dass ihr bis jetzt oder bis hier es erreicht habt und ich hoffe auch, dass ihr bald lesen könnt. Wir sind jetzt in dieser Lektion. In dieser Lektion werden wir eben etwas Neues lernen und zwar Tanwin. Tanwin ist, wenn wir diese Striche oder den Fetha doppelt haben oder den Kesra doppelt oder zwei Dhamma. Die zwei Fetha sprechen wir N aus, die zwei Kesra sprechen wir In aus und die zwei Dhamma sprechen wir Un aus. Und hier die Beispiele. Wir fangen von rechts an, oben. Kariman. Kariman. Okay? Hier sehen wir Kari. Bis hier sollte eigentlich alles okay sein. Und dann Mim. Men, sagen wir. Wir sprechen den Mim aus. Und den R eigentlich. Also den Fetha, Me. Und weil wir zwei Striche haben, N. Kariman. Jetzt sehen wir mal in den anderen Beispielen. Kabiron. Sari Ron, Ali Men, Haki Men, Ibaraten, Ibadaten. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Ziyadaten, Ju'an, Miqaten, Kufuan, Rasulan, Dabhan, Subhan. Damit ihr auch noch Bescheid wisst, die Araber fangen niemals mit einem Sukun an. Das müsstet ihr, glaube ich, bis jetzt hier bemerkt haben. Und enden auch nicht mit einem Mutaharrik. Also sie fangen nicht mit einem Stopp an, wie zum Beispiel im Deutschen, wie spielen, okay, oder Platz, Platz, okay. Da gibt es keinen Umlaut. Der P, der ist im Arabischen eigentlich Säkin, gestoppt, okay. Und das machen die Araber nicht. Und sie enden nicht mit einem Mutaharrik. Mit einem bewegenden Buchstaben enden die nicht. Und deswegen, wenn ihr diese Wörter sieht, am Ende sieht, dann heißt es zum Beispiel Kerima, Kabira, Sagira. Bei Ibaraten, dann wird dieses Ta, was am Ende ist, was Ta Marbuta heißt, ein Ha. Achtet darauf, ein Ha. Okay? Ibarra, Ibarra. Okay. Gehen wir jetzt zu den anderen. Und dieses Keri, das, was ich gerade gesagt habe, und zwar, dass wenn diese Wörter am Ende sind, dann stoppen wir darauf, indem wir sagen Kerima und Ibarra. Das ist nur für die, die Fetha haben, die zwei Fetha haben, die Tanwin Fetha haben. Okay. Aber bei den anderen ist es nicht so. Da stoppen wir auf einen Sukun. Und wir werden es gleich sehen. Okay, kommen wir jetzt zu den Tanwin al-Kasra. Ha-Sidin. Ra-Siqin. Fa-Siqin. Ka-Dibin. Kha-Sirin. Ju-In. Ru-Hin. Nu-Hin. Hu-Din. Ru-Min. Khauf. Khaufin. Khaufin. Ka'asfin, Mahdin, Bardin. Stoppen wir, sagen wir Hasid, Rasiq, Fasiq, Kadhib, Khasir, Ju'a, Ruh, Nuh, Hud, Khauf, Ka'asf, Mahd, Bard. Ich hoffe, ich war nicht so schnell diesmal. Aber weil ich es davor schon gelesen habe, habe ich das schneller gelesen. Okay, zu dem nächsten. Jadhibun, Thabitun, Warithun, Baridun, Malikun, Dhikrun, Shukrun, Fikrun, Ilmun, Husnun, Salihatun, غافرات ثيبات ذاكرات. Und wenn wir stoppen möchten, جاذب
ثابت وارث بارد مالك ذكر شكر فكر علم حسن صالحات غافرات ثيبات ذاكرات. Also, von mir aus sieht es nicht so schwer aus. Und sagt mal eure Meinung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sehe euch beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Und Assalamu alaikum. سرنا بعون الله منها.